Wenn Sie einmal durch Ihren Katalog blättern, das Treffen der Generationen, quasi parallel auch zur großartigen Entwicklung des Hauses Sosert. Vater, Sohn und Enkel, Gerd stellt sie uns vor, einmal ganz klassisch als Auftakt hier, blank an der Hand. Ja, das ist Casino Rubin, einer unserer jungen Nachwuchshoffnungen. Er kommt aus einer Fidams Rubin-Mutter, die selber im Sport ging. Die Schwester dazu ist Kwamina, die hat mit Mario Stebens, ich glaube, 50 S geworden international. Und das ist ein ganz tolles Pferd, nach meiner Meinung, mit tollen Bewegungsmöglichkeiten. Der war kurz vor der Körung verletzt, war da auch nicht in Höchstform. Dann sind wir früh wieder angefangen und da war er nicht ganz fit. Und jetzt hat er halt ein bisschen Pause und wir fangen jetzt wieder an, mit ihm zu reiten. Er ist sehr jung und das ist so ein modernes Zuchtprodukt, wie ich mir ein Springpferd vorstelle. Wenn Sie mal auf die Leinwand schauen, können Sie das Freispringen dort sehen. Wir hatten zwei Casino Grandes hier. Der andere kommt eben auch aus einem tollen Stamm, einer tollen Familie von Rudi Schepergerdes. Der ist zum Glück an ganz gute Kunden von uns gegangen, nach Russland, an Egor Schibrik. Und der ist wirklich begeistert davon. Den begrüße ich auch heute Abend. So, das ist die moderne Sorte. Der wird jetzt wieder geritten. Der ist erst im Juli geboren. Deshalb kann er erst etwas später die Prüfung machen. Und jetzt nehmen wir mal dazu seinen Vater. Casino Grande. Wir machen das mal so, dass wir die im Schritt an der Hand reinführen. Von dem habe ich ja immer ein bisschen getrommelt, weil das so mein Zuchtprodukt ist. Damals tolles Fohlen, auch als Hengstanwärter. Der hat bis jetzt für mich alle Erwartungen erfüllt. Hat eine super Prüfung gemacht, war hinter Organo, Zweiter im Sporttest. Hochmodern, 10-0 im Galopp, 10-0 im Springen. Ist mittlerweile international angekommen, hat viele, viele Springpferdeprüfungen gewonnen und jetzt siebenjährig nimmt Henrik ihn mit auf internationale Turniere. Jetzt kommt, da sehen Sie das Freispringen immer nebenbei. Und jetzt kommt der Opa, das ist so meine Generation jetzt. Casino Berlin, der eben auch diese Karriere hier gemacht hat. Oldenburg war Prämienhengst bei der Körung, Hauptprämie, VTV-Hengst. Und das ist der Vater, der mittlerweile bei 1,60 angekommen ist. Drei Generationen. Und wenn man das überlegt, ich bin der Familienmensch. Bei unserer Generation, sie liegen 60 Jahre dazwischen. Ich bin jetzt bald 64, mein Enkel 4. Und hier liegen nur 8 Jahre dazwischen, wie das bei den Pferden so geht. Aber so zeigen wir Ihnen mal, wie wir versuchen, moderner zu werden und immer besser zu werden. Und das sind alle drei hervorragende Fohlenmacher. Und das muss ich sagen, auch bei, ihr könnt ein bisschen Schritt führen, bei Casino Grande mit seiner Nachkommen. Wir hatten 5 Stück von der Sorte und wenn wir die aus dem Laufstall geholt haben, die haben alle einen perfekten Sprung gemacht und konnten sich echt super bewegen. Wir gehen schon mal mit den dreien langsam wieder nach draußen, weil wir reiten ja nachher noch hier mit den Pferden. Aber dass sie einmal so sehen, so sieht ein Hengst, soll den Hengst aussehen, richtiges Vatertier. Jawohl, und blank an der Hand mal einen Hengst zu sehen, glaube ich, wird oft doch viel zu wenig gemacht. Und dann haben Sie noch ein Bild dort, darf ich nicht vergessen, da sind alle drei übereinander oder untereinander, Casino Berlin, Casino Grande und Casino Rubin, alle in dieser Art und so hat er das auch vererbt. Und dieses Pferd auch, der war toll zu reiten, aber ich habe auch gelernt, denn der ist noch sehr jugendlich. Wenn man die Pferde nicht ganz fit hat, dann muss man lieber einen Monat länger warten. Da kann es auch ruhig mal galoppieren, weil der hat einen super Galopp. Danke. Okay.